Hallo Leute, ich bin der Mettner Burner HD und also herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Whispering Waves von Bonfireworks für euch. Ja, eine 16 Schuss Pyromold Batterie mit einer Nettomasse von 250 Gramm. Die Brenndauer ist mit ungefähr 26 Sekunden angegeben und die Steighöhe mit 35 Meter. Ich werde sie erstmal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ja, also ich finde die Whispering Waves war jetzt ja eine durchschnittliche Crackling-Batterie. Die Ausbreitung und Zerlegung war ordentlich. Das Crackling war vor allen Dingen gemessen am Preis wirklich gut. Die, naja, ich nenne sie jetzt mal Palmensterne, die dazwischen sind, haben ganz gut harmoniert. Hat mich so ein bisschen an die erste Alligator-Charge damals erinnert. Wobei ich finde, dass die Whispering Waves doch die bessere Alternative zu Alligator ist. Gut, sie kostet vielleicht 50 Cent bis 1 Euro mehr als die Alligator. Aber das macht die deutlich stärkere Zerlegung und vor allen Dingen fülligeres Bouquet deutlich wett. Gut, der einzige Knackpunkt wäre vielleicht natürlich die Verfügbarkeit. Also nach kurzer Google-Recherche habe ich immer noch nur die beiden großen norddeutschen Postenmärkte gefunden, die Bonfireworks führen. Das wären einmal Postenhandel Nord in Bremen, beziehungsweise Damhorst und bei uns hier in Norderstedt der B&R Postenhandel. Aber wer einer der beiden Läden hat, auf jeden Fall wäre mal eine Kaufempfehlung wert für Crackling-Fans, die auf den schmalen Taler achten wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.